best case. Also es geht also immer um positive Visionen. Hallöche. Ja, ich bin der Martin. Ihr denkt wahrscheinlich jetzt, was will der hier? Aber das ist doch gar kein Spiegel. Der macht doch nur Blödsinn. Und ich muss auch wirklich dazu sagen, das Wort Spiegel kannte ich bis vor ungefähr einem Jahr nur im Zusammenhang mit meiner Stereoanlage. Und ich wollte heute Abend eigentlich nur ein bisschen zugucken. Aber irgendwann hat es dann geheißen, Martin, du hast 18 Minuten Zeit für deine Keynote. Lieber Gott, 18 Minuten, was soll ich denn da spiegeln? Ich bin doch kein Spieger, was mache ich da? Ich habe, also kann man sagen, ich habe richtig Bammel gekriegt. Damit wären wir jetzt auch schon direkt bei meiner Keynote. Und zwar das Thema Angst. Wer von euch hat vielleicht schon irgendwie so busy Kontakt gehabt mit dem Gefühl? Bitte die Hand heben. Ja, es sind gar nicht so wenige. Gell? Ja, also ich bin, wie gesagt, was das Thema Angst angeht, ein absoluter Profi. Und als Profi-Angsthas weiß man vor allem sehr gut, wie man sich in eine Angst so richtig schön reinsteigern kann. Ja, man nimmt sich einfach eine Grundangst und denkt sich irgendeinen Case dazu aus. Ja, das darf aber jetzt kein guter Case sein oder auch kein mittelschlechter Case. Nee, immer der sogenannte Worst Case. Kennt ihr Worst Case? Ja. Das sind... Das sind zwei uralte hessische Wörter. Wurst und Käse kommen dadurch, dass viele Leute den Käse mit der Wurst auf einen Teller packen. Das ist dann der Wurst-Käse. Ich gebe mal ein Beispiel, wie das dann abläuft mit dem Wurst-Käse. Also man ist vielleicht jetzt weg von daheim. Ich bin hier. Nicht? Und vor allem denke ich, ach, ich glaube, ich habe die Haustür zugelassen. Aufgelassen. Ja. Also, Jesus, die Haustür ist noch auf. Da hast du eine schöne Grundangst. Und das Worst-Case-Szenario, das wird jetzt so gehen, da denkst du erst einmal, ja, wie gesagt, ach, die Haustür ist auf. Was kann da alles passieren? Ja, wen das vielleicht anlocken tut? Wahrscheinlich irgendwelche Einbrecher. Wahrscheinlich eine von denen gefährlichen rumänischen Bande. Die alles kotzen, kleinschlagen und dann noch mein ganzes Schnaps leer saufen. Und dann sind sie voll, dann brechen sie auf meinen Teppich. Ach, wie das riecht. Und dann, was weiß ich, vielleicht vergehen sie sich noch an meine Katz. Und abends, wenn ich heimkomme, lauern sie mir schon auf an der Haustür. Geben mir eins über die Rübe, ich falle in Ohnmacht, in den Teppich. Dann schnippeln sie mich auf, mein Bauch, holen die ganzen Organe raus und die werden dann auf eBay verkloppt. Das geht ja wahrscheinlich auch immer durch den Kopf dein, gell? Genau. Bis zu dem Worst-Case. Ist aber eigentlich blöd, gell? Besser wäre doch, man denkt in Richtung Best-Case. Man kann doch jetzt auch denken, ich glaube, ich habe die Haustür aufgelassen. Super! Klasse, wer weiß, wen das anlockt. Ha, vielleicht sogar eine Einbrecherin. Oder vielleicht sogar eine ganze Bande. Lauter hübsche, sexy Rumäninnen. Wärst du dabei, oder? Ja. Stell dir mal vor, die lauern mit Abend auf. Göll, falle über mich her, knutsche mich ab wie Rudel Elchkühe, strecke mir die Zunge in den Hals bis an die Mandeln. Vielleicht ziehen sie bei mir ein. Hätte ich die erste Haare in ganz Burgholzhausen. Best case. Also,
Es geht also immer um positive Visionen. Muss ich euch ja nicht groß erzählen, gell? Als Leader und vielleicht auch ein paar Start-upper hier. Ich aber, ehrlich, war immer ein ziemlicher Angstschisser. Sogar schon in der Schule, im 6., 7. Schuljahr, da war ich schüchtern bis in kleine Finger gewesen. Aber total verknallt in so süßes, schnuggeliges, schneggeliges Zuckerschneckchen. Aber wenn du jetzt total schüchtern bist, gell, dann kannst du ja kein Mädchen ansprechen. Was macht man da? Ich habe überlegt, und was kann ich noch machen, um sie ein bisschen zu beeindrucken? Und auf einmal hatte ich eine super Idee. Auf der nächsten Klassenfeier trage ich ein ganz lustiges Sketch vor, mit dem meine Tante Hildegard bei jedem Geburtstag total abräumt. Ja, damit kriege ich sie alle. Besonders die kleine goldige Katja, in die ich total verschossen war. Also war ganz aufregend. Irgendwann stand ich dann so mit 13,5 vor meinem ersten Auftritt als Stand-up-Startupper. Und mir war vor Angst und Aufregung kotzelend gewesen. Mir war es so schlecht gewesen. In dem Moment habe ich die albtraumhafteste Fantasie gehabt. Habe ich gedacht, lieber Gott, was mache ich, wenn ich da vorne stehe und habe so viel Angst und ich kriege überhaupt keinen Ton raus. Jetzt ist vielleicht, falle ich vor Angst in Ohnmacht. Dann knall ich mit dem Kopf auf den harten Steinfußboden. Oh, dann muss der Notarzt kommen. Vielleicht sogar der Rettungshubschrauber. Und was, wenn der nicht landen kann auf dem kleinen Schulhof? Dann muss ich sterben, ich muss sterben. Worst case. Unser Worst case-Gedanke, die vermultivielfache ja die Angst. Also ich habe mir fast in die Hose gemacht. Gell? Ich habe gesagt, ich kann nicht. Die waren alle an mir. Martin, jetzt gehst du. Nein, ich habe gesagt, ich glaube, ich muss brechen. Ging gar nichts. Bis dann eine zu mir kam, mich an die Hand nimmt und nach vorne bringt. Die kleine, goldige Katja. Oh, damit war die Situation natürlich komplett anders. Auf einmal war ich praktisch der stolze Prinz, der für seine Prinzessin in die Arena geht. Ihr habt es bestimmt schon alle erlebt. In dem Moment, in dem er total verknallt ist, hat man vor nichts und niemand mehr Angst. Stimmt's? Also, deshalb ganz einfacher Tipp von mir. Verliebt euch. Scheißegal in wen oder was. Wir sind ja genug hier. Kann auch einfach ins Leben sein, in das, was man tut. Gell? Wie gesagt, das war so schön für mich. Gell? Ich stand da vorne, war natürlich immer noch ein bisschen aufgeregt. Es hat mich noch ein bisschen Überwindung gekostet, aber als das erste Wort draußen war, lief alles wie von selber. Die haben alle total gelacht, waren so begeistert. Ich hatte mehr Erfolg wie die Tante Hildegard. Die konnte jetzt einpacken. Und auf der nächsten Klassenfahrt durfte ich als einziger von den Jungs abends ins Schlafzimmer von den Mädchen. Unter der Bedingung, dass ich 5-mal hintereinander den Sketch von der Tante Hildegard mache für sie. In meinem hellblauen Frotte-Schlafanzug. Mit einem Kätzchen und einem Entchen und einem Bärchen vorne drauf. Und die Mädels sind ausgerastet. Die ganze Klassenkameraden sind heute noch neidisch auf mich. Und wie habe ich das jetzt geschafft? Einfach, indem ich meiner Angst
umgewandelt habe in eine Art Rambesau-Energie. Wer von euch ist auch überzeugt, dass man die Angst einfach umwandeln kann in Kreativität? Ja, ihr habt recht. Aber es gab immer wieder Situationen, wo ich die Hose gestrichen voll gehabt habe. Ich kann mich erinnern, 1990, Auftritt im Unterhaus Mainz. Ein ganz bekanntes Theater, ich aber total unbekannt. Deshalb war es nicht ganz ausverkauft gewesen, mit 7 Zuschauern. Davon 2 Geschäftsführer und 2 Pressekritiker. Die lachen sowieso nie. Wie soll da sowas entstehen? Wie Stimmung? Also, 3 echte Zuschauer. Also das war, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ihr habt bestimmt schon mal jemanden einen Witz erzählt und der hat nicht drüber gelacht. Dann habt ihr vielleicht noch einmal einen Versuch gemacht. Dann hat er immer noch nicht drüber gelacht. Dann vielleicht noch ein drittes Mal versucht. Aber wenn er dann nicht lacht, dann hält man sei Fress. Konnte ich ja nicht. Ich musste ja weiter und ich musste ein Gag nach dem anderen beerdigen. Es war wirklich. Es war Stimmung wie in einer Leichenhalle. Also diesmal ist er wirklich eingetreten. Was für ein Käse, der? Wäschkäse. Absolut keine Reaktion. Ich habe gedacht, warum kann dann nicht wenigstens einer mal ein bisschen schmunzeln oder lächeln? Ich bin immer schneller geworden vor lauter Nervosität. Mein Timing war total im Arsch. Ich habe kein Timing mehr gehabt. Gell? Statt Spaß habe ich nur noch Stress und Anspannung vermittelt. Mein inneres Leid hat sich dann in den 7 Gesichter vor mir wieder gespiegelt. Aber einer von denen hat ganz nett ausgesehen, war ganz sympathisch. Und den habe ich mir dann ausgesucht als gute Onkel. Also wenn ihr selber auch mal Vortrag halten müsst, vor Leuten sprechen, guckt euch einen guten Onkel aus. Der kann auch eine Frau sein. Also, es war aber, wie gesagt, wirklich die Hölle. In der Pause habe ich zu meinem Tontechniker gesagt, Markus, ich gehe da nicht raus. Lieber springe ich aus dem Fenster, als noch einmal da rauszugehen. Er sagte aber zu mir, Martin, wenn du da rausgehst, wenn du das überlebst, überlebst du alles. Und so war's. Ich habe es überlebt. Ich habe es überlebt. Und im zweiten Teil, da hat sogar bei manchen im Gesicht ein bisschen gezuckt. Ja, ich schwör's, ich war dabei. Ja. Gut, es ist ja oft so, gerade am Anfang von einem Vortrag oder von einer Show, da ist die Mimik bei vielen praktisch wie eingefroren. Weil viele wissen gar nicht, dass man die Muskeln im Gesicht bewegen kann. Ja, weil wo hat man die meisten Muskeln? Nicht im Hintern, nee, im Gesicht. 49 Muskeln, im Bobo hat man nur 3. Gut, manche Leute nutzen auch nur 3 Muskeln im Gesicht. Das sind dann die Arschgesichter. Aber die von denen. Von denen haben wir ja hier keine dabei. Aber wenn es mal, wie gesagt, schwierig ist, ein paar Übungen vorher könnt ihr auch machen. Fürs Gesicht zum Beispiel. Mit der Backe schlappern, nicht? Dass sich das ein bisschen lockert. Ich mache es mal vor. Ja? Ja, machen wir mal alle zusammen. Einmal die ganze Gruppe. Ja, eine Runde schlappern. 3, 4. Ja, kann ruhig ein bisschen spritzen. Macht nichts, wenn die Nachbarin ein bisschen nass wird. Ist nur ein Zeichen dafür, dass er entspannt. Ja. Um jetzt nochmal auf den Auftritt in Mainz zurückzukommen, es waren also wirklich immer
die schlimmsten Auftritte, aus denen ich am meisten gelernt habe. Deshalb freut euch, wenn ihr mal so richtig abkackt. Ja? Was Besseres kann euch nicht passieren. Später gab es, wie gesagt, aber immer wieder so Situationen, wo man den Stift gegangen ist, zum Beispiel, ich weiß, die erste Aufzeichnung Quatsch Comedy Club. Boah, war ich aufgeregt, erst mal Fernsehen. Und einer von meinen Kollegen, der Olli Dittrich, der Ditsch, ein ganz lieber Kerl, hat es gesehen, dass ich so aufgeregt war. Ist dann zu mir gekommen, kurz vorher, und hat gesagt, Martin, mach dir keinen Kopf. Ob die jetzt viel lache oder wenig, ist gar nicht so wichtig. Die Leute mögen dich. Sei einfach so, wie du bist. Nicht alles andere ist Zugabe. Ach, ich dachte, hey, wie meint denn der das? Ich meine, klar bin ich so, wie ich bin, so bin ich halt. Wie soll ich denn sonst sein? Aber gut, viele Leute wollen halt scheinbar doch was sein, was sie nicht sind. Man wird wirklich schon einmal allein dafür belohnt, dass man sich so zeigt, wie man ist. Ja, das habe ich gelernt. Und wenn man Angst hat, ist man auch in dem Moment einsam. Deshalb habe ich mich total gefreut, dass der Ditsch gekommen ist. Jetzt auch mal ein Aufruf an uns alle, gell? In dem Moment, wo ihr vielleicht mal jemanden seht, dem es ein bisschen schlecht geht, der Angst hat, geht zu, ein paar warme, weiche Worte. Tut so gut, kostet nichts. Ja, jetzt nochmal, vielleicht nochmal ein ganz praktischer Tipp für eine solche Situation, Vortrag oder Show, gell? Sucht euch ein Krafttier. Ich hatte ja damals gleich 3 gehabt auf meinem Vorderschlafanzug. Das Kätze, das Entchen und das Bärchen. Man kann natürlich jetzt auch ein etwas stärkeres sich so, wie zum Beispiel ein Tiger. Ja, dann macht man einfach, bevor man auf die Bühne geht, die Tigerübung. Man brüllt wie ein Tiger. Machen wir mal zusammen, ja? 3, 4. Ja, so will ich euch hören. Es gibt so viele Sachen, ihr könnt mich auch anrufen, gell, wenn. Ja. Zum Schluss noch eine kleine Erinnerung, die ich mit euch teilen möchte. Und zwar Mitte 90er Jahre, wir haben die Comedy Factory gedreht und da hat mir der Regisseur damals eine sehr schöne Regieanweisung gegeben. Und zwar hat er gesagt, Martin, im nächsten Bild hast du nichts zu sagen, hast keinen Text, dann stehst du einfach dahin neben dem Baum und bist glücklich. Gut, ich meine, wenn ein Regisseur was sagt, muss man das auch machen. Und dann hat er dann sein Und bitte gesagt und ich stand unter dem Baum und war glücklich. Also mein Tipp an euch, gebt euch selber die richtige Anweisung. Seid glücklich. Dankeschön. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank. Martin Schneider!